Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grid Autosport. Die drei Mongos sind natürlich auch wieder mit am Start. Wir fahren hier Mont-Tremblant, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ja, los geht's. Ich hätte erhofft, dass Andy sagt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Crew. Ja, die habe ich immer auf den Lippen, aber naja. Fahren um die Kurve und jetzt ist die Kurve vorbei. Jetzt fahren wir auf der Gerade und gleich ist die Gerade vorbei. Da ist der Heli. Ja, fahr ich mit daher. Habe ich nicht vor, nee. Das war langsam. Warum? Weil nicht gute Linie. Oh, irgendjemand wirft mit Hütchen nach mir. Kongo ist gar nicht hinter mir. Kongo, wo bist du? Leute. Wow, was passiert? Also, bin aus der ersten Kurve geflogen. Oh. Wieder mal entspannt verbremst. Ja, würde ich so ungefähr nennen, ja. Eigentlich wollte ich Andy wegballern, wurde aber vorher angestupst und dadurch habe ich ihn verfehlt. Wolltest du das? Ja. Stimmt, das war ja noch die. Ah ja, die Ankündigung. Mann, fahr doch um die Kurve. Braucht die da nicht rumschieben? Boah, wie soll man mit so langsamen Kisten überholen, ey? Windschatten? Das gibt's ja nicht. Spielchen wollen wir spielen? Gut, das kann ich mir mitspielen, Kollege. Oh, komplett falsch angefahren. Damit war's das. Ja, ist total sinnvoll. Abkürzen? Ja, hab mich weggeballert, wollte ich ihn wegballern. Dann hab ich ihn voll von hinten getroffen, ist nichts passiert. Er ist einfach strikt weitergefahren. Okay. Komisches Ding. Oh, 169 km/h. Langweiliges Rennen. Jop. Das liegt an diesen Kisten, die sind zu langsam. Damit gibt's nicht viel Spannung. Und dann auch noch diese Strecke, wo man nicht überholen kann. Die BMW-Fraktion wurde nur durch Dr. Senfbob an die Spitze geführt. Irgendeiner muss sich den Herdenantrieb machen. Und brachte dir auch gerade die schönen, wunderbaren Blätter, die hier runterfallen. Mhm. Ach, die sind doch schön. Das ist doch Next-Gen-Grafik. Vor allem, weil die dann immer von irgendwo herkommen. Ja, die tauchen da halt auf. Da ist nicht mal ein Baum, aber das interessiert ja keinen. Die spawnen da sogar mitten in der Luft. Mhm. Ja. Und da war ein Flugzeug. Man sieht sie immer noch runterfallen. Die Dobsen, die prallen ganz schön ab, wenn die auf den Boden kommen. Und verschwinden dann urplötzlich. Verrückt. Mensch. Sowas aber auch. 21.200 für den dritten Platz. Mein Stein. Dein Stein? Ein Stein. Geilen Stein. Ja, bis gleich. So, nächstes Rennen. Immer noch mit dem Touring C. Boah. Euphorie. Sie ist nicht zu überhören. Kongo, wolltest du nicht? Was denn?
Ach nix, du hast nur in der letzten Folge was angekündigt. Ja, das hebe ich mir noch auf. Schubs bekommen, Schubs bekommen, Handy ab. Gekürzt. Ciao, das Problem hat sich von alleine gekriegt. Eben. Natürliche Selektion. Stimmt. So funktioniert das normalerweise immer bei mir. So, jetzt kommt eine Gerade. Kann ich was trinken? Na, ich probier's. Gerade ist zu Ende. Ah. Danke, Pillardmann. Der hat mich vorhin auch schon ein paar Mal geschubst. Ups, tut mir leid. Oh, komm mal rum, Alter. Zweiter Gang 70 km/h, ey. Ja, sehr gut, Andy. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das... Ups, hinten dran. Dazu müsste er ja merken, was er gemacht hat. Nein, er hat sich an dem Pillardmann vorbeigedrängt, als ich ihn weggeschoben habe. Das war diesmal ernst gemeint. Andy schweigt hier total, hallo. Er konzentriert sich. Hi. So, Kongo, da sind wir wieder. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir beide die nächste Kugel schaffen. Streitet ihr euch nicht zu sehr, sonst kommt Andy und haut euch beide gleichzeitig weg. Schafft der nicht. Aber die Windschatten könnt ihr gerne haben. Kongo, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und aus weg. Und buff! Oh, hinten gibt es leichte Schläge. Ja, du bist so ein... Ich sah nur ein Auto durchsichtig werden und konnte mir denken, wer es war. Ach. Verliert man auch gleich ein paar Meter, ne? Das ist echt ätzend. Ja. Ja, sei froh, wenn es nur ein paar Meter sind. Du Pilatmann könnte ja auch mal ein bisschen mehr um seine Position kämpfen, ne? Oh, der lässt sich ja alles gefallen, oder wer auch immer das da ist. Oder ist das Master-Style? Master ist genau hinter mir. Pilat oder wie der heißt. Pilatmann. Hat gerade ein bisschen verkackt. Hat aber abgekürzt. Außen. Oh, ein schöner Drift. Du bist so ein Wichser schon wieder abkürzt, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Das kann doch nicht ernst sein, Mann. Ja, auf jeden Fall. Fuck. Kann man ja mal machen, ne? Das läuft auch. Ey, hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt funktioniert, ey. Ich wusste das, weil ich hatte das nämlich schon mal. Wenn du es am wenigsten erwartest. Dieses Spiel will mich auch verarschen. Der Master Styler hat. Ups. Fahr doch, Mann! Das denkst du aber nur. Master Styler knallt an der Geraden einfach schön schnell an mir vorbei, ohne auch nur im Windschatten gefahren zu sein. Und ich hab schon wenig Abtrieb. Oh, komm, ey. Ja, Kongo als Feind zu haben, ist nicht das Schönste auf der Welt. Ach, scheiße, Lenkschaden, ey. Tschüss. Aber so weit weg ist die Spitze. Ja gut, der geht ja mal gar nicht mehr in die links in die Kurve rein. Fronttriebler Power. Macht BMW sauer. Was wird das denn jetzt? Das war ein V8. Auf jeden Fall. Klang sehr danach. Hat auch jeder gehört, Mann. Das müsste hier aber auch ein aufgeblasener Vierzylinder sein, ne? Ich glaube, 1,6 Liter, glaube ich. Oder 2 Liter. Also WTCC. Ja, ja. Keine Ahnung, was die fahren. Die haben jetzt ein neues Reglement mit 1,6 Liter Turbo, aber das sind ja noch die alten hier. Nee, Cinnamon, da ist der Abstand zu groß. Ich vergewaltige schon mal meine Taste, dass da mehr rauskommt, aber... die arme Taste. Ja, ich komm ein bisschen dran. Ja, nicht viel. Damit konnte sich Pilatmann noch die schnellste Runde snacken. 1,36, alle.
sehe Andy gar nicht auf die ersten drei Rennen. Wo ist denn der? Der ist, ja. Fünfter. Abgeschlagen. Naja, abgeschlagen sind 4 Sekunden Rückstand auf den ersten ja nicht. Wir warten noch, bis die Nachzügler eintrudeln. Das kann dauern. Stimmt. Da kommt einer. Jo. Der andere braucht noch. Der kommt jetzt auf die lange Gerade. Ja, mit seinem schönen, wunderbaren, zerknotschten Fokus. Und Abkürzung gekriegt. Sagen, der hat wahrscheinlich Motorschaden, Aufhängungsschaden und Lenkschaden. Oder hat so sich zurückgesetzt und wir sehen es einfach nicht. Ja, so wie der dagegen lenkt. Ja, stimmt. Höchstwahrscheinlich. Oh, ich bin der einzige Weiße im Feld. Ja, ich bin der fährste Spieler hier. Lol, du Rassist. Kongo ist immer in der schnelleren Runde als ich. So, das ist ja heute schon mal gewesen. Ja, wenn du 5-mal abkürzen aber kriegst. Aber trotzdem Andy, total Schwachsinn, wie Master Styler da an mir vorbeigezogen ist. Das ist absoluter Bullshit. Ja, der hat wahrscheinlich die letzte Kurve. Ich war ja schon im Windschatten und er kommt von hinten auch. Ich hatte ja auch einen niedrigen Abtrieb. Minus 100? Minus 50, aber das kann nicht so ein Riesenunterschied sein. Anscheinend doch. Kann ja eigentlich gar nicht. Wer weiß, bei diesem Spiel. Und ich hatte ja schon etwas längere Übersetzung und kam schon relativ hoch in den Drehzahlbereich. Was fuhr er? BMW, ne? Auch ein BMW. Das war ja Unsinn. Ja, einen machen wir noch, ne? Jo. Letztes Rennen mit dem Mustang, ja. Ne? Von Ford. Ihr wisst schon was. Aber die Modified-Version. Hinten steht irgendwo ein Honda. Ja, ganz, ganz hinten. Zwei Hondas sind, glaube ich, hinten. Zwei Hondos? Kongo konnte seine Drohung nicht wahr machen. Ich wurde gedreht, tut mir leid. Ja, ich hab. Wow. Ich bin ins Rutschen gekommen, sorry. Ja, alles gut. Geil, Fünfter. Hinten standen gerade auch noch welche quer. Komm schon, gib mir den Windschatten. Oh, Alter. Oder ist noch einer durchgeschossen? Pilat, Mann. Scheint ja gerade nicht der flotteste zu sein. Nö, weiß nicht. Hier kann man immer so schön driften mit der Karre. Da bricht der immer so wunderbar aus. Ja, konnte mich noch dran erinnern. Deswegen habe ich ein bisschen weniger Gas gegeben. Ich bin voll durch und bin gedriftet, ist aber auch nicht so schnell. Vorne gibt es ein bisschen Gestreite. Aber der Jockel scheint gerade die Oberhand zu haben. Ja, minimal. Ich werde mich mal bei Pilatmann ransaugen. Zumindest ein bisschen näher rangekommen durch die Kombination. Aber irgendwie merke ich vom Windschatten gar nichts. Ihr könnt es Schlangenlinien fahren lassen, man merkt hier nichts von. Ich war direkt hinter ihm und bin nicht näher rangekommen. Wow, da ist er glaube ich noch ins Rutschen gekommen. Es gibt hier bestimmt noch einen Überraschungssieger, der nicht damit gerechnet hat. Dich meinst du? Nö. Okay. Und dann rechnet wahrscheinlich Andy damit. Ja, Geld würde ich aber auch nicht drauf verwenden. Wieso das denn nicht? Hast du etwa kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten? Hält sich in Grenzen gerade. Oh, du bist durchsichtig? Ah, jetzt nicht mehr. Dankeschön. Ach, komm schon. Hat dich denn weggerannt?
Cinnamon. Jetzt echt? Oh Mann, ey. Wir haben gerade ein schönes Tee gebaut, die beiden. Ja. So, Windschatten von Masters der Letzten. Den fünften Platz holen wir uns zurück. Ich tue einfach jetzt mal so, als würde ich mit Andy um den ersten Platz kämpfen. Und komme hier mit Windschatten gut ran. Hubschraube! Yay! Eigentlich wollte ich ihn gerade gar nicht rammen, aber irgendwie ist es dann doch passiert. Wow. Mein Wagen hat sich einer leichten Modifikationskur unterzogen. Das heißt ein bisschen optisches Tuning, ja? Ja, hinten rechts ein neues Löchlein, bisschen leichter am Heck. Beschleunigungslöcher. Der Hinterradsturz, beziehungsweise ja doch Sturz, ist ein wenig verändert, genauso wie die Richtung, der die Hinterräder zeigen. Sembro ist ja wieder richtig durchmarschiert nach hinten. Ja, Rückwärtsgang gefunden. Oh, mein Auto ist wieder. Mein Heckspoiler ist wieder da, cool. Dass das so lange nach dem Crash noch funktioniert. Hey, ich bin Vorletzter. Und hab einen Linksdrall. Ich bin cool. Wow, der ist auch richtig weit gekommen mit seinem Honda. Der fährt sich ja eigentlich noch am einfachsten. Ja, ich mag den nicht, der driftet so komisch. Der hat, glaube ich, gerade abkürzt bekommen, kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dem musst du einfach nur ein bisschen härteres Fahrwerk haben. Also, ich glaub, dann rutscht er nicht mehr so viel. Ich glaube, der hat diese Kurvenhilfe an, weil der untersteuert immer so in die Kurven rein. Kann sein, ja. Mhm. Naja, damit war er auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Bloing, 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 bloing. Sponsorenziele. Keiner sagt was? Ja. Was? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war's für diese Folge. Andy, du sollst sie nicht unterbrechen. Wir bedanken uns selbstverständlich fürs Zuschauen. Ich denke mal, das war's erstmal für heute. Ja. Und oh, Gott sei Dank kein Drift gewesen. wahrscheinlich kommt das jetzt gleich. Drift. Ja, dann warten wir noch, kommen wir mal an noch kurz. Auf Spieler warten. Das ist wahrscheinlich wieder der Holz-PC-Mensch. Eigentlich müsste ich mich ja noch einmal an Cinnamon rächen, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu. Nee. Es sieht nicht aus wie Drift. Nö. Gut, dann tschüss. Auf Wiedersehen.